Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Muted Year Zero. Heute ein bisschen hallend, hoffe ich mal nicht. Ich bin hier gerade momentan am Umbauen, habe hier quasi Bauarbeiten. Deswegen könnte es sich ein bisschen hallend anhören. Ich habe hier nur einen Schrank bisher entfernt und keine Ahnung, es hört sich an, als wäre ich in der Kirche. So, wir sind ja hier nach Hammonds Hütte hier angekommen. Hier geht's zum Tingberg und zum Knapptarp, was auch immer das ist. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach und wir müssen eigentlich nicht schleichen. Und es ist ziemlich hell hier. Ich frage mich, ob es für immer dunkel ist in diesem Spiel. Ich meine, die Atmosphäre ist schon cool, ne? Also kann man nicht viel sagen, aber ist halt seltsam. Oh, Schrott. Huch. Was war das? Komme ich hier rüber? Ich sehe da Schrott. Und ich sehe da einen Hund. Und Spezialloot. Wie kommen wir darüber? Ich denke mal, wenn wir diesem Weg folgen, das wird wahrscheinlich so einen Kreis ergeben. Ja, wir haben unsere Ente voll geheilt in der letzten Folge. Alter, Vogel, erschreckt mich nicht. Aber wir wissen alle, es wird nicht lange so bleiben. Ey, ich muss mich doch an diesen Hall gewöhnen. Ey, das ist so. Ich höre mich. Normalerweise höre ich mich nicht. Ich muss da, glaube ich, irgendwie so ein riesen Kissen hinlegen oder so. Mal gucken. Irgendwas wird mir einfallen, damit der Halt verschwindet. So, aber erstmal müssen wir wahrscheinlich ein, zwei Wochen so aushalten. Aber gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Kein Loot, kein gar nichts. Oh, ich brauche Schrott, ich brauche Waffen, ich brauche alles. Wait, I know that beautiful woman. She's a stalker. Eine Stalkerin? Kriegen wir da vielleicht die dritte in unserem Bunde? Das würde alles ein bisschen einfacher machen, denke ich mal. Aber erst machen wir Licht aus. Man weiß nie, wie ihre Gesinnung ist. Vielleicht mag sie uns ja nicht. Aber sie wird blau angezeigt auf der Karte, also. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher. Who are you? You're Selma, right? You're a mutant like us on Hammond's team. Do I owe you money? No. Did I kill your brother? No. Then Selma, I am. Who are you? I'm Dux, and he's Borman. Hello? Like the only walking duck and boar in the whole arc? Come on. That's funny. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. I've got to catch up to Hammond before it's too late. You're part of Hammond's crew. How did you get separated? It was weird. We were all hearing strange voices, not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. After the fight, I was somehow blinded, paralyzed. I could barely move. I told Hammond I'd catch up to him when it wore off. Two long, rough days. But I'm better now. He headed up north to a crash site to find some metal ship. Says it was sent from... Eden, I know. Do you believe him? If Hammond thinks there's an Eden, there's an Eden. Believe me. You guys are trying to find him too? And we can work together. This is insane. You want to go more north? Into Ghoul Central? They'll kill us. A lot of ghouls have tried to kill me, but I'm still here. So, am I part of your team or what? Anscheinend schon. Und Hammond hat 2 Tage Vorsprung. Also es ist ja nicht, eigentlich ist das ja nicht viel, ne? Wenn man bedenkt, dass er zu Fuß unterwegs ist. So, du siehst hier ein bisschen komisch aus mit dem Licht auf dem Kopf. So wie ich. Ich habe auch immer so ein Licht auf dem Kopf, wobei alles andere irgendwie einen Schatten hat. Naja. Lautlos. Kann ich dir die Waffe wegnehmen und sie Duck geben? Aber der hat ja schon eine lautlose Waffe, also es ist besser, wenn 2 lautlose Waffen haben. Ja, du hast nicht viel. Du hast ein Level-Up, ja. Oh, mehrere. So, was haben wir denn? Ziehe die Aufmerksamkeit von Gegnern eine Runde lang auf dich. Erreiche erhöhte Positionen, indem du dich im Kampf bewegst oder sprintest. Du hast auch nicht wirklich viel Leben, ne? Wieso solltest du die Aufmerksamkeit auf dich erregen? Ich weiß nicht, mir gefällt dieses ausgeschnittene PNG oder was auch immer das ist nicht. Das sieht falsch aus.
glaube, erhöhte Position zu erreichen ist, denke ich mal, gar nicht so schlimm, gar nicht so schlecht. So, ach cool, ich habe noch 2 Punkte. Bereichseffekt. Macht ein Gegner eine Runde lang bewegungsunfähig. Ja, komm, das nehme ich. Es hört sich gut an. So, das heißt, wir haben einen Tank, der die Hälfte seines Lebens hat. Und 2 Sniper sozusagen. Oder eine Assassine oder ein Sniper. Nicht das beste Team. Aber gut. So, jetzt müssten wir langsam zu den Hunden kommen. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, müssten wir zu den Hunden kommen. Und da war ja auch dieser besondere Loot. Da geht's nach oben. Oh, guck mal, da liegt noch was. Notiz. Evakuierungsrichtlinien. Evakuierungsroute D1 Höger. Bitte nehmen Sie nur das Nötigste mit. Nicht lebensnotwendige Objekte werden nicht auf die Fähren verladen. Warme, wasserfeste Kleidung. Verzehrfertige Dosen, was war das denn? Dosen oder Trockenprodukte, Werkzeuge, Medikamente, Erstversorgungsbedarf. Keine Haustiere oder persönlichen Gegenstände, die nicht in einen Schuhkarton passen. Start Gothenburg Zentrum. Götaölbrunn über Swedenborgs Garden. Umsteigen in Poste Gerdenswagen und Generatorgatan. Das lese ich, das sind so schwere Namen. Okay. Wir sind also wo? Wo redet man denn so? Ist das nicht Schweden? Muss doch Schweden sein. Ich meine, da steht Svenborgatan. Ich glaube, wir sind in Schweden. Bin mir nicht so sicher. Well, well, well. Look what we have here. Am I a grade A stalker or what? You see this hidden path through the forest? Natürlich habe ich den gesehen, deswegen bin ich doch hier lang gelaufen. Was glaubst denn du? Bezeichnest du mich als dämlich? Oh, guck mal, da liegt eine Leiche. Die scheint recht frisch zu sein. Cool, da hinten sind Gegner. Zumindest einer. Ein Zonenhund. Ich sehe 2 Gegner. Wow. You can have one hell of a flea market with this junk. Weird machines. What do you think? Okay, vielleicht hätte ich die anderen auch noch verstecken sollen. Haha, ich wurde nicht geortet. Okay. Die Frage ist, kann ich... ist außer Reichweite. Das ist bitter, das ist bitter. Wir sollten laufen. Lauf mal dahin. Das ist eine Mikrowelle. Kann ich bestimmt einsammeln. Okay, wir sollten sie auch mal bewegen. Ja gut, die haben sowieso keine Schusswaffen, deswegen können wir das so machen. Und den aktivieren wir. Ach du Scheiße. Wir können die gar nicht richtig killen. Ah. Oh, die rechts, die Anzeige habe ich noch gar nicht gesehen. Reichweite minus 25% Trefferchance. Achso, ja gut. Das ist ja gar kein Problem. Kritische Trefferchance 20%. Basisschaden 5 und versteckt noch... wenn ich versteckt bin, kriege ich einen kritischen, ja? So. Entzünden-Chance 50%. EMP-Chance. Hier habe ich eine Chance für... Ja. Ich meine, der wird mich eh sehen, ne? Dann benutzen wir auch die irgendwie einen höheren Chance hat, ihn wirklich mal, ja, zu treffen, zu töten. Yeah. Bye. Okay, jetzt verstehe ich wenigstens, was man da macht. Alles klar. Huch! Kann ich den treffen? Tatsächlich. Ja, dann Schuss.
Alles klar. Komme ich hier hoch? Ziel außer Reichweite? Ah ne, ich komme hier hoch, ne? Ja, dann geh mal hier hoch. Hallo. Ich hoffe, ich kann dich töten. Ansonsten bin ich am Arsch. Not too shabby. Ha! Gewöhnlicher Schrott. Level up. Okay, Jungs. Sammeln. Follow me. Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small, small. That is just the weirdest. Ist der kleine Rutsche dran. Habt ihr gerade was gehört? Genau, ich habe auf jeden Fall ein Level up und ich kann ihr ein bisschen Leben geben. Deswegen tun wir das mal. Ein HP mehr, das kann ihr schon das Leben retten. Irgendwann werden wir auf diesen einen HP zurückgreifen. Ein bisschen Schrott. Das war der Schrott, den wir von Weitem gesehen haben. Wir haben aber auch da hinten was leuchten sehen und das war höchstwahrscheinlich die Mikrowelle, ne? Nein? Das war nicht die Mikrowelle? Ah, doch, die. Ach so. Die können wir trotzdem einsammeln. I hope it's something cool. Ja, du bräuchtest noch eine zweite Waffe, meine Liebe. Ein Hut. 20% kritischer Trefferchance von erhöhter Position. Ja, gut, da fällt mir eigentlich nur von erhöhter Position. Sie ist aber eigentlich diejenige, die auf hohe Position leicht draufkommt, ne? Aber wenn wir bedenken, dass wir den kritischen Treffer brauchen für den Erstschlag, musst du es bekommen. Ach so. Größere Waffenreichweite. Na gut, machen wir das mal so. Oh, und dann kriegt unser Mädel, kriegt den hier. Kann sie nämlich besser mit ihrer Silence-Waffe treffen. Alles klar. Ach, geht das hier echt irgendwo hin? Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich könnte da mal kurz reinschauen und dann zurückgehen. Ich weiß nur nicht, ob die Gegner respawnen. Ich meine, es wäre auch nicht so schlecht, wenn sie respawnen, dann könnte ich farmen gehen. Dann testen wir das einfach mal. Gehen wir einfach mal hier hin und gucken, was wir hier haben. Wobei, ich sollte erstmal hier noch ein bisschen durchsuchen. Man weiß ja nicht, was hier alles noch rumliegt. In der Hütte waren wir schon. Da, ach da, guck mal da. Ich habe doch gewusst, dass ich was übersehen habe. So, noch ein bisschen Schrott. Wir gucken nochmal hier in diese Ecke rein. Aha. Dankeschön für die Waffenteile. Okay, ich denke, jetzt haben wir alles gekriegt. Was ich kriegen wollte, sollte. Das Einzige, was ich mich frage, ist, die Armbrust hört man ja nicht, ne? Wieso entdecken die mich trotzdem, wenn ich sie anschieße? Ich meine, klar, die wissen dann, dass da jemand da ist. Für so dumm halte ich sie nicht. Aber die wissen ja nicht, von wo das kam. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben zwar eigentlich keine Zeit, um ein bisschen Hammond finden, aber ich... Nur so ein kleiner Abwägung hier, ne? In eine andere Richtung, kann man ja mal machen. Einfach mal gucken. Der gefallene Engel. Wollte es gerade sagen, ist das vielleicht hier? Das hört sich nämlich nach einer Absturzstelle an. So I was talking to Iridia and she told me about this ancient machine she had seen out in the zone, not too far from here. She said it looked like it had fallen from the sky, crashed into the ground and it spread more than enough scrap around for us. Was ist denn das für ein Zeichen? Gehen wir hier in ein Territorium rein, das uns vielleicht nicht ganz so gefallen sollte? Schaffen wir uns hier noch mehr Feinde? Oh, Schrott! Können wir nicht das Auto auseinandernehmen? Und dann irgendwie Schrott bekommen? Wäre das nicht irgendwie... Gut, das würde natürlich ewig dauern, aber... Wir hätten bestimmt 1000 Schrott. Dann könnte ich mir alles leisten, was ich mir wünsche. Die Tannen sehen übrigens sehr seltsam aus. Will ich nur mal anmerken. Aber achtet nicht so drauf. Nee, nee. Tu das mal nicht.
Ich will eure Aufmerksamkeit nicht auf komische, grässliche Dinge führen. Okay, gehen wir mal ins Territorium der Elch Raider. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Got some ghouls straight ahead. They're looting that crash site. Ghoule. We got to get this stuff back to the lair before Grey One knows we're gone. Look at these things. We are heroes. Grey One will love us. Make us her favorites. Grey One is our leader, not our friend. She sees these goodies, she take. Oh. Nur Freigabestufe Alpha. Mimia Notfallprotokoll. Artikel 1. Im Falle einer Regierungsunterwanderung werden die Schlüsselträger zu Position Täter befördert oder beordert. Dort werden basierend auf der Notfallstufe weitere Befehle ausgegeben. Artikel 2. Im Falle eines feindseligen Übergriffs durch aus- oder inländische Parteien werden die Schlüsselträger zur Position Nova beordert. Alle Schlüsselträger haben in Begleitung von mindestens 5 Vollstreckern zu erscheinen. Bergungshelikopter sind an folgenden Positionen zu stationieren. Stick it up your nose hole. Grey One is a weak old hag. Oh, I hope she didn't hear that. Did you hear that? I'm sorry, Grey One. Scheiße, Mann. Wir müssen uns schnell verstecken. Guck mal, da liegt da was. Oh, oh. Okay. Hinterhalt. Der da hinten hat 4 Leben, ne? Scheiße, Mann. Ah. Oh. Ich hab den nicht gesehen, diesen schlechter. Ah. Ah. Ja, wie machen wir das jetzt? Weil ich locke 100%ig die da hinten an. Oh Gott. Okay. Trefferwahrscheinlichkeit ist gut. Dann schießen wir den erstmal ab. Okay, perfekt. Lass sie mal näher kommen. Oh! Er hat mich entdeckt. Ich bin doch versteckt. Verdammt. Wie ist das möglich? Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Wo versteckst du dich denn? Häuptling? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Ah. Shit. Pyro. Oh. Medipod? Marot, Alter, wie viele sind das? Oh, wir werden sterben, Leute. Wir werden so sterben. Ich sollte den erstmal hinter mir angreifen, ne? Ja, komm. Daneben? Wie ist... Oh Gott, die macht ja gar keinen Schaden. Wir müssen eine Granate werfen auf die Hunde. Das macht aber wirklich nicht viel Schaden. Aber egal, komm, probieren wir es mal aus. Wir werden sowieso sterben. Da können wir es mal testen. Okay. Ach Gottes Willen. Oh, ich mach's einfach nur immer schlimmer. Und immer schlimmer. Oh Gott. Ja, gut, das habe ich erwartet. Oh, scheiße, Mann.
We got a mutant. Ich gebe nicht auf. Ich gebe trotzdem nicht auf. Injury analysis in progress. Overwatch. I got it. That fucking stinks. Na komm, töten wir ihn wenigstens. Ich habe schon aufgegeben, innerlich. Innerlich habe ich schon aufgegeben. Oh Mann. Ja komm, überspringen wir mal. Ja, komm. Tötet mich einfach. Der heilt die einfach. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Wenn einer wirklich komplett abnippelt, ist Game Over. Das heißt, man muss die entweder retten oder direkt gewinnen. Alles klar. Dann machen wir das doch jetzt anders. Wir gehen mit Dax vor. Oh Gott, das ist nicht... Oh mein Gott. Ist das dein... Oh Gottes Willen. Okay. Es ist... es ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Okay, wir müssen direkt einen Hinterhalt starten. Vielleicht können wir das noch retten. Oder ich lade einen anderen Speicherstand und gehe nochmal hier hin. Alles klar, so. Wir müssen den ausschalten. Bevor irgendjemand was merkt. Doch das wird sehr, sehr schwer. Du bist ja nicht lautlos, ne? Du machst Geräusche. Ja, stimmt, da steht sogar lautlos, okay. Wir müssen also lautlos machen. Okay, die anderen haben es noch nicht gemerkt. Der Feind hat dich gehört. Aber ich glaube, das ist noch nicht weiter schlimm. Wenn wir jetzt einen kritischen treffen, dann ist er tot. Justin, wir haben ein Problem. Er wird die anderen warnen, ne? Hey, er ist umgefallen. Er ist umgefallen. Oh, er ist umgefallen. Speichert. Okay. Wir nehmen jetzt nämlich Dax. Ach, den haben wir getötet. Okay. Wir nehmen jetzt nämlich Dax und dann gucken wir mal, dass wir mit ihm so viel wie möglich ausschalten. Hipster Ops Tester. Ein Energieziegel mit dem Bild einer Frucht auf... Kannst du bitte leiser sein, Alter? Ein Energieziegel mit einem Bild... mit dem Bild einer Frucht auf der einen und einen ständig blinkenden Batteriesymbol auf der anderen Seite. Wurde für die Bestimmung des Reifegrades von Früchten verwendet. Laut der Chronisten hatte dieses Gerät eine Sekundärfunktion für das Abspielen von Musik mittels Hörbuscheln. Das finde ich auch nicht schlecht. Mit einer ständig blinkenden Batterie, mit einem ständig blinkenden Batteriesymbol. Ja, so geht's jedem. Okay, versuchen wir erstmal mit Dax so viel wie möglich auszuschalten. Vor dem Kampf wird immer gespeichert. Das heißt, im Endeffekt haben wir viele Chancen. Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal um die Kleinen kümmern. Kurz warten, der hat nur 4 Leben. Jetzt bist du schön in Reichweite. Und jetzt können wir dich auch erledigen. Nighty-night. Ja, so viel zu dem Kollegen. Der ist auch weg. Also je mehr wir platt machen, umso besser. Wenn wir uns dann später positionieren, um die Mitte anzugreifen, sollten wir das wirklich sehr, sehr taktisch angehen. Vielleicht sogar eine erhöhte Position einnehmen für den besonderen kritischen, den wir hier auf Lager haben.
Gut, da hinten waren wir schon, ne? Ja. Wir haben da hinten noch einen Gegner. Da sollten wir auch mal kurz hinspazieren und den erledigen. Sag mal, wo bist du denn? Hä? Gibt's hier einen Schleichweg oder so? Hä? Wer ist denn da hinten? Hä? Gibt's da irgendwie einen Weg hin? Ja, hier liegt Schrott. Ist das ein Bug oder kann man da später noch hin? Oh, ich kann hier hoch auf eine erhöhte Position, oder? Das wäre ja mal geil. Ah, ich kann sie von hinten überraschen. So, so, so. Gucken wir mal, ob wir das zu unseren Gunsten ausnutzen können. Zumindest den Bot sollten wir erledigen vorher. Ich weiß nur nicht, wie viel Leben da hat. Ich werde... Obwohl, der speichert ja eh vor dem Hinterhalt, ne? Hat er Rüstung? Kann das sein? Let me ask you guys something. Is that a metal man working in there? Like, a man made out of metal? Um den müssten wir uns echt zuerst kümmern. Sonst belebt er sie nämlich wieder. Ich möchte gerne vorher etwas testen. Wenn ich den töte, merken die das dann? Obwohl, ich kann mich auch hier hinter diesem Baum verstecken, ne? Ich muss kurz weiter weg, damit die Anzeige weg ist. So. Oh, das war knapp. Und jetzt, entweder ich muss sowieso hier stehen bleiben. Versuchen wir mal einen Hinterhalt. Ist ja jetzt gespeichert, ne? Ich glaube, die haben mich bemerkt. Der Feind hat dich gehört. Ja gut. Ich... Ach so, du bist auch nicht mehr versteckt. Ich hätte dich doch extra versteckt. Okay, dann latsch mal dahin. Oder warst du gar nicht versteckt? Habe ich dich nicht richtig versteckt? Ich habe sie nicht versteckt. Lol. Selma wurde beim Schleichen entdeckt? Was? Jetzt gehen die alle auf Selma, oder? Oh, dieser Häuptling Husse. Der dürfte brenzlig werden. Gucken, wie viel Schaden der macht. Oh, ja, mit einem kritischen noch dazu. Ja gut, ich würde sagen, ich werde den Speicherstand laden und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon hinkriegen oder ob wir erstmal das Gebiet wechseln. Es sind nämlich verdammt viele Leute für uns drei, die nicht wirklich viel Leben haben. Wir werden noch einen Versuch starten. Sollte das nicht funktionieren, gehen wir erstmal weiter und kommen dann wieder. In diesem Sinne, haut rein, euer Zero. Tschüss.